Alright y'all, welcome back to Combat Arms Channel. Okay, so today we're checking out something from the Swiss Special Forces. Now this is actually the DRA-10 unit, which is the Army Reconnaissance Detachment. Now I looked them up, and it looks like it's a pretty new unit. It looks like it was made in the early 2000s out of a sort of hostage rescue scenario that was happening in Libya. So I gotta say, this video looks like it's going to be pretty comprehensive. It is like 49 minutes long, so I'm gonna have to break it up into two parts. But it looks like it's going to cover this unit pretty freaking well. And I gotta say, they look pretty freaking awesome. I know there's an article about them on SoftRep. So, I mean, that kind of goes to show with some of their credibility. It gives a little more background for some of the operations they did. So, I'm excited. It's going to be a long video, so I'm just going to go ahead and get into it. But, yeah, this was a big recommendation. And we've already seen some pretty solid stuff from the Swiss Army. So, I think this is going to be about on par with that. Okay, so I think I made myself small enough so I'm not actually blocking the subtitles because I know that happens sometimes. But, yeah, this is translated, but from what I've seen, it's pretty solid. Also, it does take a little bit for the subtitles to kick in, so there's that. Okay, cool shot with the snow. Rettung von Schweizerinnen und Schweizern aus Kriegsgebieten. Räumung exponierter Gebäude. Nice. So personal security detail and then Geiselbefreiung. CQB stuff. Hostage rescue. Repatriierung. Nice shots, especially with the white phosphor. Informationsbeschaffung und Infiltration. Wo sonst niemand Zugang hat. Sick, dude. All dies beherrschen die Angehörigen einer sehr speziellen Einheit der Schweizer Armee. Then their gear is okay, nice with the Arc'teryx hat already right there. Their gear is pretty freaking legit. Again, I think this is a very small unit. From what I saw, like, I don't know, I think there wasn't even like 100 operators. I'm not really too sure on that one. But yeah, so they're talking about doing infiltration, and yeah, it looks like, I don't know if that's halo jumping necessarily, but it looks pretty freaking high, and again, they just look freaking high speed already. Nice rifle. Auf dem Boden, in der Luft und auf dem Meer bereiten nice. Sie sich auf Spontaneinsätze irgendwo auf der Welt vor. Let's see air land action. Ganz diskret waren sie in jüngster Zeit an hochriskanten Missionen beteiligt. So zum Beispiel im August 2021 im Rahmen der Evakuation Hunderter von Menschen aus Kabul, als die afghanische Hauptstadt in die Hände der Taliban fiel. Okay, so I'm kind of picking up on some of what they're saying. So they assisted with the evacuation in Kabul, I think is what it's saying. I know they did operate in Afghanistan. At least I saw an article where they said that. I mean, I think they came out of necessity with the stuff going on in Libya. Again, if you guys can provide some more background information, I'd appreciate it. But that's just from what I saw. So yeah, these guys have some pretty solid operational experience from what I've seen. Oder Ende Februar 2022 in Kiew zur Unterstützung des Schweizer Botschafters in der Ukraine im Zuge der russischen Invasion. Damn, okay. In Zivilkleidung umgeben sie den Botschafter vor der Abfahrt des Konvois mit Schweizer Diplomaten und Staatsangehörigen aus Kiew. The Arc'teryx. Damn, okay. Look at that. Nonchalantly walking out. That was pretty cool. Fast roping on to that? I don't know if I've seen that before. Diese geheimnisvollen Akteure auf fremdem Staatsgebiet. Es sind Profis. Angehörige einer Schweizer Elitetruppe. Nice. Schnell, damn, unauffällig, entschlossen. Whoa. That looks like a really, really high rappel. I mean, I've rappelled from a helicopter, but I think the highest was like 70 feet. This looks like ein Stoßtrupp im Dienst der Schweizer Armee. Codename DRA-10, kurz für Armee-Aufklärungsdetachement. Nice. Zum ersten Mal wird der Öffentlichkeit ein Blick hinter die Kulissen dieser Einheit gewährt. The helicopters look sick, the rifles are pretty clean. 2 Jahre lang haben wir sie begleitet. Wir versuchen, den Schleier über ihre Existenz zu lüften. Oh, nice, dude. course, they're going to specialize on that mountain stuff as well. They got reconnaissance in their name, right? So, oh, deep. What is that? Different languages, I guess, like German and French and what's the other one? I forgot. Nice, dude. That looks so precarious. I wouldn't even want to freaking operate on that. Knock a freaking rock loose. Hit your buddy or something. Unsere Geschichte beginnt im Schlafsaal einer Kaserne am Fuße des Monte Ceneri, weit von Kabul oder Kiew entfernt. Hier schlafen die Teilnehmer der erbarmungslosen Selektion des AAD-10. Der erste Morgen einer wochenlangen Bewährungsprobe. Der Wecker klingelt mitten in der Nacht. Wer in 15 Minuten nicht in Uniform und mit dem Notfallgepäck bereitsteht, hat schon versagt, bevor es richtig losgeht. I'm liking the behind the scenes kind of stuff. Timing themselves. Where are they at? Hospital? They said this was in Ukraine? Maybe not. Let's see. In der ersten Woche bekommt jeder seine Chance. Zum Teil ist es ein Test, zum Teil gibt es eine Grundausbildung, weil wir Leute mit sehr unterschiedlichem Werdegang haben. Wir geben jedem eine Chance, sich zu bewähren. Okay, we're not going to know a whole lot of what they're saying. The subtitles don't kick in until about 9 minutes. But yeah, this is like, I guess their selection, or this is like their candidates basically. So again, it's going to give us some good background. In der dreiwöchigen Selektion testen und bewerten wir ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. Wir wollen herausfinden, ob wir sie als künftige Angehörige des AAD-10 für geeignet halten. Ich persönlich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg in diesen 3 Wochen. Jedes Jahr bewerben sich etwa 400 Kandidaten für die Selektion des AAD-10. Nach einer ersten Reihe medizinischer und psychologischer Tests kommen 15 in die engere Wahl. Diese 15 Aspiranten begleiten wir durch ihre 3-wöchigen Abschlussprüfungen. Yeah, so far the weather and the terrain looks pretty solid, but again, those rocks look massive and you can see the mountains back there. Once they start hitting stuff like that and even just hitting all the hills, yeah, this selection is going to be pretty brutal. Mindestens 3 von ihnen schaffen es bis zum Schluss und gehören dann zur Elite der Schweizer Armee. Oh yeah. 3 der Aspiranten tragen die Decknamen Dan Nummer 2, Leon Nummer 9 und Scott Nummer 4. Zu ihrem Schutz will die Armee weder Alter noch Identität oder Herkunft der Kandidaten preisgeben. That terrain. Jeez Louise, I hope they have some good boots and some good socks. Sheesh. That rock. I wonder how heavy that freaking rock is. Es ist beunruhigend, wenn man nicht weiß, was auf einen zukommt. Die Ausbildung ist bekanntermaßen sehr hart. Man wird ans Limit geführt. Aber wenn die Instruktoren es geschafft haben, wieso nicht auch wir? Also packen wir es an, Schritt für Schritt. Den Kandidaten ist das Ausbildungsprogramm nicht bekannt. Der Kommandant des AAD-10, der die gesamte Selektion begleitet, hat ganz spezifische Vorstellungen. Er braucht Leute, die körperlich und geistig einer 3-wöchigen Bewährungsprobe gewachsen sind, ohne zu wissen, was von ihnen genau erwartet wird. Damn, look at that, dude. Wir brauchen Leute mit Selbstdisziplin. How far are they walking? Statt sie anzuschreien und ihnen dauernd Feedback zu geben, lassen wir die Kandidaten im eigenen Saft schmoren und schauen, wie sie auf verschiedene Situationen reagieren. Es ist schwierig, die eigenen Kräfte zu dosieren, weil wir das Programm nicht kennen und nicht wissen, was als nächstes auf uns wartet. Wir müssen ja stets alles geben, aber wenn man alles gibt und keine Reserven mehr hat, dann könnte es schwierig werden. Man muss den goldenen Mittelweg finden. Again, it is kind of nice that we're kind of getting this whole video going over the selection process. You don't get that a whole lot for a lot of special forces, just because obviously the secrecy and whatnot. And the translations will kick in eventually. So once those do, yeah, it's going to be nice to get some pretty solid information, especially with the interviews that they're getting from the candidates. Ich hoffe, in die engere Wahl zu kommen. Dann wird man sehen, ob man der Sache gewachsen ist und die 3 Wochen übersteht, ob sie uns wollen oder nicht. Es ist von so vielen Faktoren abhängig. Need like a double translate there. Durch eine Reihe von Einzel- und Gruppenübungen werden die Kandidaten schnell an ihre Grenzen geführt. Schon nach 2 Tagen wirft ein erster Aspirant das Handtuch. Wer aufgeben muss, unterzeichnet eine Verzichtserklärung und kann sich kein zweites Mal um unsere Selektion bewerben. Schade für ihn. Aber es ist klar, dass die schon in einer Stunde kommen könnten und bei mir dann auch Schluss wäre. Man macht besser keine Fehler, sonst wird man schnell in die Mangel genommen. Endlose Märsche, ziellose Orientierungsläufe in schwierigem Gelände, immer wieder schlaflose Nächte. Die Selektion soll alle Aspekte der Persönlichkeit. I'm kind of impressed they actually have like a road for this random, I mean, I'm not sure where this is at exactly, but it's random, like pretty nicely paved road, at least for them. But yeah, you can imagine that most of it is probably not on this nice road that they have here. And the fog and whatnot. Die Fähigkeit eines Kandidaten ans Licht bringen. Probably early in the morning. Wie Schwächen. Jeez, and they got the weapon too. Man muss sich reinhängen und auf die Zähne beißen. Einen Tag lang geht das. Aber wenn es eine Woche lang regnet und du Blasen und so hast, wird es körperlich und geistig schwierig. Man muss auch improvisieren können. Das ist das Anspruchsvollste. Auf Märschen zu improvisieren und die Zeit und das Essen richtig einzuteilen. Wer durchhalten will, muss mit Einsamkeit und... I wish these freaking cameras would go away, because this shit is getting kind of annoying to wear. Leiden umgehen können. Dann versucht es mit einfachen Mitteln. Die kleinen Freuden des Lebens wie Zähneputzen oder eine Essensreserve. Diese kleinen Freuden helfen, durchzuhalten. Und sei es auch nur das Wechseln der Unterhose oder der Socken. Schon das kann zum Glücksgefühl werden. Die Selektion wird auch durch einen Psychologen überwacht. Jérôme Andras. Er ist auf das Erkennen von Risikoprofilen spezialisiert und arbeitet mit den Rekruten in der Funktion eines Persönlichkeitsprofilers. Das Erkennen von Risiken ist die Hauptaufgabe der forensischen Psychologie. Bei der Rekrutierung müssen wir erkennen, welche Personen ein Risiko für das AAD-10 darstellen. Es geht um Risiken. Honestly, the concept of like an operational psychologist wasn't really a thing until I joined the Army. I haven't really seen it in the Marine Corps, but it is pretty interesting as far as what like a psychologist can do to assist with certain things. And a selection process is pretty nice. I mean, normally there's like some sort of like psych evaluation, but having like a psychologist to sort of monitor and help with the selection or assessment is pretty freaking cool. But yeah, there's a lot of things a psychologist can assist with when it comes to like operational demands of a unit. In dem Einsatz, aber auch Risiken für die Personen selbst, weil sie vielleicht kognitiv oder von der Persönlichkeit her nicht die nötigen Voraussetzungen erfüllen, um erfolgreich tätig zu sein. Die Kandidaten verlieren zunehmend ihr Zeitgefühl. That sucks. Mit einer Reihe von Märschen tagsüber und nachts wird ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Aufgeben auf die Probe gestellt. Und aufgegeben wird regelmäßig. Hat heute auch jemand aufgehört? Okay. Ja, das wusste ich noch nicht. Keine Ahnung wer, aber ist, ja, was soll ich sagen, ist schade, wenn es gute Kameraden sind. Squad Nummer 4 findet Aufgeben im Selektionsverfahren absolut normal. Es geht um einen gesunden Wettstreit. Letztlich will jeder besser sein als die anderen, was einen nur weiterbringen kann. Und in ein... What's going on? Why is his hairline like that distinct that they needed to blur that? In einer Gruppe kann man mehr leisten. Die 3. Woche ist angebrochen. In dieser Nacht steht eine der härtesten Prüfungen an. Ein Orientierungsmarsch in schwierigem Gelände und über lange Distanz in den Bergen des Jura. Ein Ausscheidungswettkampf, in dem die Zeit entscheidet und die Aspiranten nach mehr als 10 Tagen ohne genügend Schlaf schon sehr gezeichnet sind. 10 days? Like little sleep? Der Kommandant der Truppe schaut nur zu. Er mischt sich in keiner Weise ein. Der Aspirant ist komplett auf sich allein gestellt. Erfolg oder Misserfolg hängt ausschließlich von seinen Entscheidungen ab. On prend le temps de bien les observer, de bien... Wir nehmen uns die Zeit, genau zu analysieren, wie sie die Prüfungen bewältigen. Hm. Relativ schwierig. Wenn man sich schlecht drauf einstellen kann. That's true. You never really can. Ich kann nicht schätzen, mit was für einer Geschwindigkeit dass man jetzt in den Marsch rein soll, damit man bis zum Schluss und auf die geforderte Zeit näher auch durchstehen. Yeah, so even an example that I can give recently, not nearly at this level by all means, but we were doing a 6-mile timed ruck march, which is basically just you running the entire time with your pack. And it is kind of hard to judge, especially if you haven't done that so much, or if you haven't tried like running straight like 6 miles with a ruck. You don't really know how fast you can really go or how fast you should go, but it just ends up you pushing yourself as much as possible, and it's just miserable the entire time. And if it's like a longer distance, then it's really not going to be fun, because that's going to be like hours of you just being miserable. Und ja, schon schwierig. Eben wirklich die Geschwindigkeit auf Distanz einschätzen, weil man nicht genau weiss, wie weit es noch geht und wie viele Höhenmeter man noch muss machen muss. Hm. Erinnerungen werden wach. Man sieht ja vor allem, wie sie leiden. Es gibt Phasen, die sind ganz schön schwierig, also weg von Erinnerungen. Diese Übung zeigt, wie es mit dem Willen und dem Durchhaltevermögen steht, wenn die Kandidaten erschöpft und auf sich allein gestellt sind. Yeah, true. Damn, the fear. Oh, that looks brutal. Brutal. Echt schwierig. Ein ganz anderer Rhythmus als letzte Woche. Von gestern 16 Uhr bis heute früh um 4. Das sind doch einige Kilometer. Es geht auch um die Überlebensfähigkeit ohne jede Unterstützung. Wann und unter welchen Bedingungen gibt jemand auf oder hält eben durch? Yeah, that is important, especially for a unit like that. Das Ziel erreichen, wann essen, wann Pause machen, wie viel zu trinken, das ist so ziemlich die Primärsache, die ich überlegt habe. Yeah, it's easy when that stuff is like all decided for you, like when you go to sleep, like what your pace should be, when you wake up, when you take a nap, when you eat. It's pretty easy when that stuff is decided for you, but when you have to do it all on your own, it's just more stuff to think about. And you can imagine they're already like super tired physically, but also tired from like lack of sleep. Dan, die Nummer 2, will trotz Problemen weiter daran glauben. Ich habe richtige Durchhänger gehabt, den Weg nicht mehr gefunden und mich verirrt. Und klar, manchmal willst du einfach alles hinschmeißen. Aber dann kommt wieder der Traum hoch, den du hast. Ich will mein Ziel erreichen, also einfach weiter auf die Zähne beißen. Nummer 9, Leon, der ewige Optimist, hat seinen Humor nicht verloren. Zu Beginn wollte ich einfach nur Spaß daran haben, aber dann hat mich der Spaß im Stich gelassen. Jetzt versuche ich mich durch ein Stück Salami oder Käse zu motivieren. Do what you can, I guess, huh? Wir sind auf der Suche nach Leuten, die in der Lage sind, in einer sehr akuten Stresssituation teamfähig zu bleiben. Abgesehen davon brauchen wir Menschen, die persönlich mit sich im Reinen, also zum Beispiel nicht zu impulsiv sind. Eine gewisse Aggressivität, ja, aber nicht zu viel. Yeah, well said. Zudem Interesse für die anderen, eine gewisse Empathie. Unsere Leute dürfen nicht gleichgültig sein, müssen aber in brenzligen Situationen einen kühlen Kopf bewahren können. Hm. It is a fine balance for sure. Nummer 4 hat sich 2 Jahre lang minutiös auf die Selektion vorbereitet. Er wollte als Kind schon einer Sondertruppe angehören. Mein Traum ist immer dabei. Jetzt an diesem Freitagmorgen denke ich allerdings eher ans Schlafen als an den Traum. Meine Schulter schmerzt und ich muss so schnell wie möglich was dagegen tun, sonst geht's kaum weiter. Egal, wie weit Scott es in den 3 Wochen gebracht hat, seine Schulterverletzung scheint ernsthaft zu sein. Okay, aufgrund der Schulterverletzung, die wir festgestellt haben, nehmen wir sie raus und lassen sie von einem Spezialisten untersuchen. Er entscheidet, ob sie weitermachen können oder ein militärischer Fall daraus wird. Konkret besteht sehr wenig Hoffnung, dass Sie im aktuellen Zustand heute Nachmittag schon wieder weitermachen können. Alles klar für Sie? Okay. Ça marche. C'est clair pour vous. Okay. That's tough to hear. Ein paar Stunden später fällt die Entscheidung. Scott wird aus medizinischen Gründen aus der Selektion genommen. Es ist für mich sehr ärgerlich, zumal ich den Marsch sehr motiviert angetreten hatte. Ich war guten Mutes und alles lief gut. Und dann auf einmal dieses körperliche Missgeschick. Das macht mich schon sehr traurig. Abgesehen von den Prüfungen, die wir filmen dürfen, werden die 3 Wochen über auch zahlreiche geheime Tests durchgeführt. Man stelle sich realitätsnahe Situationen vor, wie sie in Konfliktgebieten auftreten können. Harte Verhörmethoden, Verlust von Orientierungspunkten für die Sinne, Isolationshaft. Some SAS right there. Gute Nachrichten für Dan, Leon und Werner. Sie gehören zu den Selektionierten. Nice. Wait, it's just 3? Is that what they... Oh, just the 3 that they interviewed, I guess. Nun wartet ein 1-jähriger Grundkurs mit 6-monatiger Probezeit auf Sie. Jeez. Okay, hey, they got selected though. Schaffen Sie den Kurs, so winkt ein Vertrag auf unbestimmte Zeit und Sie werden Schritt für Schritt ins AAD-10 eingeführt. Good stuff. Okay, neues Auftrag. Korpskommandant Laurent Michaud, Chef Kommando Operationen, weiß genau, was es braucht, um sich als Rekrut in der Elite der Armee zu bewähren. Eines vorweg: Sondertruppen in der Schweiz haben nichts mit dem zu tun, was man im Kino sieht. Im Selektionsprozess werden die Kandidaten von Anfang an mit der Realität in der Schweiz und bei Einsätzen vertraut gemacht. Jeder Soldat, der von Einsätzen träumt, bevor er der Truppe überhaupt angehört, verliert von Beginn an seine Illusionen. Der Soldat, den wir suchen, ist ein autonomer Mensch, der die Absicht seines Vorgesetzten verstehen und entsprechend entscheiden kann, ohne dass man ihm systematisch sagen muss, was konkret zu tun ist und wie er vorgehen soll. Yeah, that's a big concept that the US Army is behind, as far as like that mission command concept, where you can have this general intent that the higher echelons want, the higher commander wants, and you pass it down. And that's pretty much it. So, you know, you have this mission command, so you can allow those subordinate commanders and those smaller teams to decide how to go about and complete their individual tasks. Et comment est-ce qu'il doit le faire? Ça fait aussi partie du recrutement, d'identifier les personnes. Zur Rekrutierung gehört auch das Erkennen von Leuten mit der nötigen Eigenmotivation, die jahrelang auf Abruf und dennoch damit zufrieden sein können, dass man sich auf etwas sehr Bedeutendes vorbereitet, aber eventuell nie zum Einsatz kommt. Self-motivation. Good point. Wir brauchen keine Hitzköpfe, die nur auf eine Mission aus sind. Oh, nice. We got some force on force. Das AAD-10 wurde 2004 gegründet. Sein Budget ist nach wie vor militärisches Geheimnis. 2007 nahm es seinen Dienst auf. Okay. Seither ist die Rede von 16 Millionen Franken. Kein Dementi seitens der Armee. I don't know if that's a lie. Nice shield. Der Personalbestand des AAD-10 liegt aktuell bei knapp 100. Yeah, Frauen gibt es im AAD momentan keine, auch wenn ihnen der Zugang offen steht. Die übliche Arbeitszeit dieser Truppe besteht grob gesagt zu je einem Drittel aus Einsätzen und aus Schulung. Das letzte Drittel ist schlicht und einfach der Erholung gewidmet. Okay, I've seen a very similar sort of concept with other units here in the US as far as having a lot of time devoted for relaxation and kind of recouping, because the rest is either prep or, you know, actually getting down to business. And I, from what I've seen, it works pretty well. And from what I've heard from those guys, they do enjoy it. It is kind of nice to have that. Tout simplement. Das ist eine ausgewogene Mischung, mit der man doch zufrieden sein kann. Sie ermöglicht uns eine erhöhte Bereitschaft für alle möglichen Einsätze, die in der Vereinbarung mit der Politik vorgesehen sind. Die meisten Einsätze des AAD-10 finden im Ausland statt, wo die Interessen der Schweiz zu verteidigen sind. Einsätze im Inland sind aber nicht ausgeschlossen. So war im Juni 2021 ein AAD-Kontingent im Rahmen des Gipfeltreffens zwischen Biden und Putin in Genf auszumachen. Aktuell kann die Politik auf Antrag kantonaler Behörden beschließen, Schweizer Sondertruppen im Inland einzusetzen. So etwas ist also durchaus möglich. Beim Gipfel zwischen Biden und Putin war es zum Beispiel so, dass die Genfer Polizei über die lokalen Behörden einen Antrag an die Bundesbehörden stellte und um bestimmte Sicherheitsdienste auf dem See bat. No kidding. Okay, that's literally it right there. What? I didn't expect that, but that's really freaking cool. Wir bereiten uns auf alles Mögliche vor. Aber Personenschutz gehört natürlich zu unseren Kernkompetenzen. Ich meine natürlich Personenschutz im Ausland, der in der Schweiz kaum realistisch geübt werden kann. Okay. Incomprehensible command. Nice, okay. Wir wurden eingeladen, verschiedene Diplomaten und Personenschutzübungen der Truppe zu filmen. Eine Premiere. The Glocks with the RMRs, man, sick. Wir sind in Bern. In dieser Übung soll der Schutz Schweizer Diplomaten im Ausland möglichst realitätsgetreu nachgestellt werden. Nice. There you go. Okay. I was wondering when like this shorter guns come out, like a MP5 or MP7. Unsere Leute sollen in jeder möglichen Situation in einer Krisenregion das Richtige tun und bedrohungsgerecht reagieren können. Die Gruppe Alpha plant die Komponenten der Operation wie Routen, Art des Schutzes, Fahrzeuge, Bewaffnung oder Fluchtwege bis ins kleinste Detail risikogerecht und realitätsgetreu. Yeah, okay, yeah, I kind of like this. So there's a few different ways you can kind of do rehearsals, and this is kind of one of them. You can use like maps, you can use like a sand table, a terrain model that you make, or things like this work pretty freaking well, honestly. A satellite view, that's pretty cool. Beatrice Scheer, Protokollchefin und Beamtin im Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten, steht in ständigem Kontakt mit Diplomaten und Staatschefs. Okay. In dieser Übung fingiert sie die zu schützende Person. Okay, nice. Like an actual politician playing it though, that's kind of cool. Mein Eindruck ist, dass ich es mit hochmotivierten, äußerst erfahrenen und sehr professionellen Leuten zu tun habe, die sich sehr seriös vorbereiten. Sie sind bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Und das ist nicht selbstverständlich. Sie bereiten sich nicht auf einen Sonntagsspaziergang vor, sondern auf Situationen, in denen sie und die zu schützenden Personen einer Gefahr ausgesetzt sind. Ich habe großen Respekt, dass sie dafür ihr Leben riskieren. Now, I don't know if when they're actually doing what they're supposed to be doing, they're wearing like the balaclavas, because that kind of gives up who they are. At least for like the personal security, I guess it's kind of obvious that there's going to be some security rocking around. But yeah, I kind of wonder if they ever just take off the balaclava and try and hide in plain sight. Für die Schweizer Protokollchefin ist diese Truppe mit lebenswichtigem Know-how ausgestattet, das sich nicht spontan herbeizaubern lässt. Deswegen der ganze Aufwand. Diese Leute, die uns schützen, müssen am Tag X das Richtige tun können. Man kann sie nicht einfach auf die Schnelle darauf vorbereiten, wenn etwas geschieht. Es ist deshalb absolut gerechtfertigt, eine Sondertruppe zu haben, die letztlich unserer Sicherheit dient. Oh, snap, was ist das?